Hi, mein Name ist Annalena von Art by Annalena und ich bin eine Fine Art Künstlerin für naturinspirierte realistische Acrylgemälde. Und heute möchte ich dir Marc Simon vorstellen. Er ist ein Hobbyfotograf, Bergfotograf sozusagen, und er macht praktisch Fotos von seinen Wanderungen, wenn er allein unterwegs ist, wenn er mit Freunden unterwegs ist. Und die haben mich einfach total gecatcht, die Bilder. Ich habe ihn dann angeschrieben auf Instagram und habe ihn gefragt, ob ich die verwenden darf für meine künstlerischen Arbeiten. Und ja, heute möchte ich dir einfach mal einen Einblick geben, wie wir uns kennengelernt haben, wer er eigentlich ist, wie er dazu gekommen ist, das zu tun, was er jetzt tut. Und zu diesem Video wird es dann nochmal ein separates Video geben über das aktuelle Projekt, an dem wir arbeiten. Er stellt mir da einige seiner Bilder zur Verfügung und hat jetzt einfach mal seine Lieblingsbilder ausgewählt, die wir dir dann vorstellen, und du kannst dann praktisch entscheiden, welches von diesen Bildern in die aktuelle Serie mit aufgenommen werden soll. Bevor wir aber zu tief sozusagen in das Thema Kunst einsteigen, wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wer du eigentlich so genau bist. Ich habe dich ja jetzt gerade eben schon ein bisschen so in meinen Worten vorgestellt, aber vielleicht kannst du dich jetzt noch mal ein bisschen mehr in deinen Worten vorstellen. Ja, kann ich machen. Also ich bin der Marc, Simon mit Nachnamen. Das ist vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für mich ist das spielt das keine große Rolle. Also oft sagen die Leute auch Simon zu mir, ist auch okay, kein Problem. Ah ja, ich habe nämlich schon überlegt, soll ich Marc sagen oder soll ich Simon sagen? Die erste Intention, was die immer haben, aber da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ob du mich jetzt Marc oder Simon nennst, ist kein Problem. Ja, ich bin aktuell 36 Jahre, habe keine Familie, keine Kinder, bin ledig und ja, was gibt so viel zu mir zu sagen? Ne? Ich bin momentan tätig als in der Industrie, als Qualitätsprüfer oder auch als Monteur, da wechsle ich immer so hin und her. War früher viel in der Automobilbranche tätig, also 14 Jahre lang war ich in einem Autohaus. Da habe ich so ziemlich alle Stationen durchgemacht, die man da machen kann. Und irgendwann war es einfach so, aufgrund meiner Hobbys, also das Fotografieren, Bergsteigen und ja auch Klavierspielen ist mitunter dabei, brauche ich einfach sehr viel Zeit. Und dann war irgendwann die Überlegung, ja, ich muss irgendwas machen, wo ich einfach mehr für meine Hobbys Zeit investieren kann. Und dann kam vor 3 Jahren kam der Wechsel meiner Arbeit. Und das ist, also da bin ich wirklich, das war das Beste unter anderem, was ich in meinem Leben machen konnte. Jetzt habe ich einfach die Freizeit, die ich brauche, und kann die auch danach gestalten. Ja, was gibt es sonst noch? Ne? Ich bin eigentlich, würde mich als sehr sensible Menschen einschätzen. Ich handle eigentlich ziemlich immer aus dem Bauchgefühl heraus. Also fühle mich auch mit der Natur sehr verbunden. Ja, die Berge besonders. Ja. Das denke ich mal, kann man so über mich ganz kurzfristig sagen. Ja, und dass ich ziemlich glücklicher Mensch bin momentan. Ja. Alles super. Sehr schön. Ja. Wie bist du denn zum Bergsteigen gekommen oder was fasziniert dich daran so besonders? Also gekommen bin ich aufs Bergsteigen eigentlich von mir selber. Es war jetzt nicht so, dass meine Eltern früher, sonst ist es ja oft so, dass die Kinder der Eltern, sage ich mal, immer mitgezogen werden in die Berge, aber das ging immer von mir schon selber aus. Also ich bin schon als kleines Kind schon immer auf irgendwelche Hügel bei uns gerannt und dann, ja, das hat dann angefangen, da war ich, glaube ich, 6 Jahre sowas. Da habe ich dann einfach gesagt, also das kam wirklich von mir selber, da habe ich zu meinem Vater und zu meinem Bruder gesagt, da wollen wir nicht mal eine Bergtour machen. Dann sind wir ins Allgäu, auf den Säuling, das war mein erster wirklicher Berg. Und ab da ging es dann eigentlich los. Ja. Dann wollte ich halt immer mehr, immer schwieriger. Und dann habe ich dann später in meiner Jugend viel mit meinem Vater war ich da unterwegs. Und dann irgendwann ging es halt dann ans Klettern. Also es musste immer schwieriger, immer ein bisschen extremer werden. Und dann habe ich irgendwann einen sehr guten Bergsteigerkameraden kennengelernt. Und mit dem und seiner Freundin bin ich eigentlich so gut wie immer unterwegs. Was ist da bei dir... was ist eher ausgeprägt, Bergsteigen oder Klettern, oder was ist eigentlich so der Unterschied? Das sieht jeder etwas anders. Also ich würde es jetzt mal so sagen, für mich ist jetzt, wenn ich jetzt Klettern, Bergsteigen, das sind für mich eigentlich, gehört das zusammen. Ne?
Ich trenne es immer so, sage ich mal, so Wandern und Bergsteigen, das trenne ich so ein bisschen. Und das Klettern beginnt für mich eigentlich so, ja, wenn man vom Schwierigkeitsgrad ausgeht, so ab dem dritten Schwierigkeitsgrad. Das ist dann wirklich, da braucht man dann wirklich auch die Hände dazu und Koordination, da beginnt für mich das Klettern. Und die meisten fangen auch in dem Schwierigkeitsgrad an, sich zu sichern und mit Seil zu gehen. Und also das ist für mich die Definition von Klettern. Natürlich klar, ich bin da kein Profi, also ich bin jetzt auch nicht der beste Kletterer. Wenn jetzt da jemand kommt, der eine 10 klettert, sage ich mal, der sagt ja, okay, 3, das ist für mich eine Wanderung. So ungefähr kann man sich das Ah, dann ja, vorstellen. okay. Ich würde mich so als so im mittleren Bereich würde ich mich einschätzen. Und das ist so, ja, das denke ich, trifft es ganz gut. Was genau, Bergsteigen und Aber du hast Klettern. jetzt nie einen Kletternkurs gemacht dann, oder? Du hast dir das dann praktisch alles selber beigebracht auch. Nee, da war ich schon, also da habe ich schon Kurse belegt. Ja. Ach. Das hat eigentlich angefangen mit Sportklettern, also in der Halle mit angeschraubten Griffen. Und irgendwann wollte ich das immer schon draußen machen, habe aber halt nie jemanden gefunden, der das mit mir macht. Oder ich habe mich auch nicht wirklich bemüht, muss ich ehrlich drum sagen, bis ich dann eben meinen Bergsteigerkameraden kennengelernt habe. Und dann haben wir zusammen, sind auch auf Kurse gegangen und dann haben wir auch uns selber viel beigebracht. Das war dann das große Glück, sage ich, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass ich das dann auch machen konnte, weil man muss halt einfach zu zweit oder zu dritt sein, wenn man wirklich mit dem Seil klettert, sonst geht es halt nicht. Wann war dann so der Punkt da, wo du Bergsteigen und Fotografieren zusammen verknüpft hast? Das habe ich eigentlich immer schon gemacht, auch als Kind oder als Jugendlicher. Nur da war es für mich eigentlich das Fotografieren so, dass ich das eigentlich als Erinnerung haben wollte. Also ich wollte ein Foto haben, okay, ich stehe auf diesem Berg, auf dem Gipfel und einfach nur so, dass ich sagen kann, okay, ich war da, so als Erinnerung. Und dass es dann irgendwann angefangen hat, dass es einfach schön ausschaut auf dem Bild oder ich zumindest versuche, dass es schön ausschaut, das sage ich mal, hat dann angefangen mit meiner ersten Digitalkamera. Dann schon versucht, das irgendwie so einzufangen, dass es vielleicht ein bisschen lebendiger ausschaut. Und so intensiv die letzten 8, 9 Jahre, ja, dass ich das mache. Wobei ich auch sagen muss, am Anfang, also wenn ich die Bilder anschaue, die ich am Anfang gemacht habe, die finde ich heutzutage absolut schrecklich, ja. Das ist aber So. immer so. Also wenn ich das bei mir vergleiche mit der Kunst, wenn ich die Bilder anschaue, die ich vor 8 Jahren gemalt habe, dann ist das auch nicht zu vergleichen. Ja, wenn man schaut, keine Ahnung, wenn man so einen Bildaufbau hat, ja, da ist, keine Ahnung, 50% blauer Himmel drauf. Und also wenn ich das jetzt sehe, wie gesagt, das schaut total langweilig aus. Wobei es sind auch ein paar drin, die sind dann halt einfach, das war einfach ein Schnappschuss, wo ich Glück gehabt habe. Aber sage ich mal so, das ist eher die Seltenheit gewesen. Hast du denn irgendwelche besonderen Eigenschaften, die du in der Natur praktisch einfangen möchtest mit deinen Fotografien? Ja, also ich versuche halt die Eindrücke, die ich jetzt erlebe auf meinen Touren, ich will die jetzt, sage ich mal, nicht originalgetreu wiedergeben, sondern schon so ein bisschen, wie ich das in Empfindung habe. Also kennst du vielleicht selber, wenn du siehst irgendwann einmal einen Sonnenuntergang und machst ein Bild und hast es in Erinnerung, der war brutal rot und blau und lauter Farben drinne und irgendwann schaust du daheim das Bild an. Und dann denkst du, das war eigentlich gar nicht so, wie ich das in Erinnerung gehabt habe. Weil es nicht so Und intensiv ist, dann oder. ja, das ist aber auch oft geschuldet an den Kameras, die es halt vielleicht nicht richtig darstellen. Oder meistens ist es halt wirklich die Empfindung, weil du verbindest natürlich mit, ich sage jetzt mal, auf einer Bergtour, sind eine riesen Emotionen mit dabei. Wenn ich nach einer schweren Klettertour irgendwo ein schönes Bild mache, dann habe ich da einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn ich das jetzt kurz aus dem Auto fahren mache. Wobei es vielleicht von den Farben her oder identisch ist, ja. Und das, was ich halt, ja. Es hängt wahrscheinlich einfach auch diese harte Arbeit nochmal mit dran. Dieses Ja, genau. Rausgehen, auf den Berg gehen, den ganzen Schweiß und die ganze Arbeit sozusagen, von unten bis nach oben zu kommen. Das ist einfach dann nur dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann oben steht und dann oben diesen Sonnenaufgang sieht. Dann wirkt er einfach nochmal anders, wie wenn man ihn unten auf der Straße sehen würde oder wenn man mit dem Lift hochfährt.
Richtig, ja. Also da ich wirklich sehr emotionaler Mensch bin, ist es natürlich dann dieses Gefühl oder diese Erinnerung an dieses Bild oder an diesen Moment ist halt viel intensiver, als es, sage ich mal, vom Foto dargestellt wird. Und ich versuche das halt auch schon sehr stark mit Bildbearbeitung dann danach so auszudrücken. Also ich sage jetzt mal, die Bilder, die ich mache, die sind jetzt schon, sind schon stark bearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich so gewesen ist, wie ich das jetzt aufgenommen habe, sondern klar, durch Photoshop und diverse andere Programme kann man da natürlich einiges machen. Und ich bin da auch keinem böse, der sagt, hey, deine Bilder sind viel zu bunt oder zu übertrieben bearbeitet oder so. Kann ich alles verstehen, habe ich auch Verständnis dafür. Aber das ist halt meine Interpretation von dem, was ich mache. So wie es das du halt einfach wahrgenommen hast in dem Moment. Genau. Würdest du dich selber auch als eine Art Künstler beschreiben durch die Fotokunst, die du machst? In gewisser Weise ja, aber nur in der Bildbearbeitung, nicht im Fotografieren. Also Ah ja. die Bildbearbeitung, das ist schon, ich meine, ich arbeite auch mit digitalen Pinseln, sage ich mal, in Photoshop. Es ist ja auch so, dass ich da was wegretuschieren, was mit Farben reinmal, das kommt auch vor. Oder ja, aber es ist halt einfach digital und man kann es immer wieder rückgängig machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das manchmal machen kannst, wenn du was. Ich kenne Rückgängig nicht, aber ich kann einfach wieder drüber malen. Also das mache ich auch bei meinen Bildern ständig. Ich male immer wieder drüber, bis es mir gefällt. Und das, also da hakere ich auch viel mit mir selber, wenn ich dann auf irgendwelche Punkte komme, die ich nicht so umsetzen kann, wie es auf der Vorlage ist oder wie ich es mir selber vorstelle. Und ja, da arbeite ich dann wirklich auch. Also da stecke ich viel Zeit dann in einen bestimmten Bereich, einfach nur um den dann so hinzubekommen, wie ich das haben möchte. Ja, okay. So Ja, kann ich mir das das auch vorstellen. ich weiß das halt immer noch in der Schule, wenn ich was, also das muss ich auch mal erwähnen. Ich wollte eigentlich früher als Kind, ich habe das geliebt zu malen oder ich wollte eigentlich auch immer malen können und auch naturgetreu. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe da einfach kein Talent dazu. Also aber das war immer, ich wollte das immer können und das ist wenn ich deine Bilder sehe, so ein gewisser Neid ist da schon da, muss ich sagen, weil ich das eigentlich auch gerne können würde. Ja? Aber leider ist es mir halt verwehrt, dass ich das Talent nicht dazu habe. Aber ja, eigentlich ist es Bewunderung. Ja, Neid kann man jetzt nicht genau sagen. Ich würd sagen, das ist bewundernswert, ja, weil ich das halt eigentlich auch immer gerne machen wollte. Das wollte ich bloß mal so am Rande erwähnen. Ja, darum ist ja das vielleicht auch eine ganz gute Kombination, ja. Hättest du dann noch irgendwelche Schlussworte, die du gerne nochmal loswerden möchtest? Ja, also wie gesagt, das kann es nur wiederholen. Ich freue mich da total, dass wir da jetzt zusammenarbeiten können. Und Ich auch. eigentlich bin ich da riesig gespannt drauf, wie du das umsetzt, also meine Fotos in deine Werke. Und ja, kann ich nur sagen, dass ich mich da jedes Mal freue, auch wenn ich auf Instagram deine Story sehe und sehe da, wie mein Bild auf eine Leinwand gemalt wird. Das ist einfach fantastisch. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Kann ich nur zurückgeben. Also, ich Ja. freue mich total auf dieses Projekt jetzt mit uns beiden. Einfach diese Zusammenarbeit, das freut mich total. Und ja, einfach auch dieser Tag heute, den fand ich total interessant, mehr über dich zu erfahren, mehr darüber zu erfahren, was so deine Intention ist, wie du dazu gekommen bist, was dich so antreibt, dabei auch zu bleiben und dich stetig auch wieder zu verbessern in der Kletterei oder auch in der Fotografie. Und ja, also von dem her fand ich toll heute und ich würde mich freuen, wenn wir sowas auch öfters nochmal machen. Natürlich, nee, ist ganz meinerseits. Können wir gar nicht machen, ja. So, das war's. Ich hoffe, du hast einen schönen Einblick bekommen über Marc Simon, über seine Arbeiten und auch ein bisschen über unsere Zusammenarbeit mit der Fotografie und der Malerei. Und wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast an Marc Simon direkt, dann werde ich dir sein Instagram-Profil unten verlinken. Und wenn du irgendwelche Fragen an mich direkt hast, dann werde ich dir auch mein Instagram natürlich unten verlinken. Und ansonsten hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, schreib uns.
Du kannst auch hier unter dem Video kommentieren. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, bei dem wir dann das Projekt vorstellen. Bis dann!